und ich spiele direkt weiter. Und wir ruhen uns einfach mal direkt zu Beginn des Videos in diesem Bett aus. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Eigentlich, ich erwarte jetzt irgendwie so ein bisschen die Pokémon Center Melodie so. Dum, dum, du, du, dum. Deine Pokémon sind alle wieder geheilt. Du erwachst nach einem langen Schlaf. Und sie ist weg. Sie hat die Rakete mitgenommen. Sie hat unseren Booster. Nein! Moment, ich speichere nochmal eben. Denn nun muss ich nicht nochmal die Ruhesequenz machen, falls ich sterben sollte. Und ich weiß nicht, ob ich sterben werde. Deswegen mache ich das einfach so. Geh hier hoch, bitte. Wo sind sie denn? Da sind sie ja. Mit der Rakete. Und Ito hat sich jetzt auch mal hier hingetraut. Er sieht irgendwie nicht wie ein Mimiker aus, sondern wie ein Hund. Aber egal. Hallo. Ich bin zurück. Es hat keinen Sinn, sich noch zu verstecken, weißt du? Und außerdem, die Rakete könnte nicht vollendet werden ohne meine Hilfe. Nebenbei, wenn du den Doktor besiegen solltest, denkst du, wärst du in der Lage, dass ich... dann denkst du, dass ich wieder ein Mensch werden kann? Vielleicht. Hast du einen guten Schlaf gehabt? Die Rakete ist komplett fertig. Du wirst in der Lage sein, den Doktor zu besiegen, nicht wahr? Ich glaube an dich. Nimm das hier mit dir. Ja, sieht uns den Booster wieder. Wunderbar. Sowas sehe ich doch gerne. Du wirst das hier nicht mehr brauchen. Und wir haben die Megamast verloren. Toll. Direkt über uns ist ein Weg zum Thronsaal. Du solltest in der Lage sein, dort hinzukommen, wenn du die Rakete benutzt. Die Mimigas sind von der Plantation verschwunden. In anderen Worten, er benutzt vielleicht die Blumen an ihnen. Los. Reite die Rakete hoch zum Doktors Thronsaal. Beeil dich. Okay, ich muss mal kurz pausieren. Okay, weiter geht's. Tut mir leid für die kurze Pause. Ich musste eben hier drüben was machen, um die Aufnahme weitermachen zu können. Deswegen, ja, jetzt geht's einfach weiter. So, möchtest du den... Moment, erst muss ich gucken, habe ich den Booster ausgerüstet? Nein, habe ich natürlich nicht. Moment. Nein, nicht die Karte. Dann rüste ich den nochmal eben wieder aus. Ja, ich möchte ihn ausrüsten. Dankeschön. Gut. Sehr schön. Ich habe den Booster. Wunderbar. Dann möchtest du den Schalter umlegen? Ja. Hui. Hey, ein Hund. Da will ich jetzt hin. Hallo, Hund. Lange Zeit kein Arf. Mir wurde gesagt, dass ich das hier zu dir bringen soll. Eine Lebenskapsel. Ja, danke, Jenker. Aber ich wusste nicht, dass deine Hunde reden können. Interessant. Lebensenergie um 5 erhöht. Du wirst also den Doktor bekämpfen? Viel Glück. Mein Schwanz wählt nur für dich. Ach ja, und erzähl Curly, dass ich Hi gesagt habe. Klar. Ach, du bist der Hund, der aus Curlys Haus ist. Cool. Dann gehe ich nochmal eben zu Curly. Vielleicht kann ich ihr das noch sagen. Sie dürfte da unten sein, falls sie noch da ist. Ich hoffe es. Curly? Curly? Moment, Feuerball? Wollte ich nicht ausrüsten. Curly? Curly, hallo, ich habe deinen Hund getroffen. Oder zumindest den, der bei dir war, ist ja eigentlich Jenkers Hund. Na gut, ich kann es dir nicht sagen. Egal. Dann wollen wir mal den Doktor herausfordern, nicht wahr? Habt ihr auch so Lust darauf wie ich? Endlich den Doktor, der das ganze Leid über die Insel gebracht hat. Naja, eigentlich war er nicht der Erste, aber der die Krone wieder geholt hat, um ein Leid auf die Insel zu bringen und auf die ganze Welt. Mistviecher, gib mir meine Herzen wieder. Moment, ich muss sie eben fertig machen, weil ich meine Herzen wieder haben will. Ich sagte, ich möchte meine Herzen wieder haben. Habt ihr mich nicht verstanden, ihr blöden Fledermäuse? Dankeschön. Du bist lieb. Wobei, das ist noch nicht die volle Lebensanzahl, die ich haben kann, oder? Aber Leute, 50 Leben, das ist wunderbar. Das ist super. Und die Rakete ist wieder unten, gut. Ja, es geht. Wobei, lass mich erst noch speichern. Sorry, Leute. Es geht jetzt zum Finale auf. Deswegen möchte ich nochmal speichern. Also jetzt kommt noch nicht direkt der Bosskampf, leider. Aber jetzt wird es so langsam hart, deswegen speichern. Jetzt habe ich alles erledigt, was ich erledigen wollte. Ich habe den Spur, ich habe die Nemesis, ich habe alles getan. Also ich habe Curlys Erinnerung wiederhergestellt. Das heißt, ich habe alles getan, um das geheime Ende freizuschalten. Und deswegen speichern und auf geht's. Way! Bam, 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 bam! Ja, ich komme, Doktor. Und wie man sehen kann, diese Dinger.
Da wäre ich niemals alleine hochgekommen. Hier ist natürlich auch noch ein Speicherpunkt. Na toll. Egal. Ich speichere einfach nochmal. Und dann geht es weiter. Durch die Tür. Oh, du spürst einen schwarzen Wind, der durch dich durchweht. Alle Waffen wurden auf Level 1 zurückgestuft. Nein! Was zum... Okay. Das ist neu. Last Cave, die versteckte Höhle. Normalerweise gibt es hier eine letzte Höhle. Aber das hier ist jetzt anders. Anscheinend, weil ich das versteckte Ende freischalten will. Okay, Moment, ich muss nochmal kurz Pause machen. Okay, es geht direkt weiter. Sorry, Leute. Ich musste nochmal eben etwas an meinen Einstellungen verändern. Und das sieht böse aus. Das sieht alles sehr böse aus. Aber wenigstens, immerhin, ich habe jetzt Nemesis. Moment, ich sollte eigentlich die Waffenerfahrung nicht, nicht dem Spur geben. Ich habe den Spur und die Nemesis, die werden mir hier sehr gute Dienste leisten, weil die auf Level 1 sowieso... Es ist jetzt egal, ob die runtergestuft werden oder nicht. Aber die anderen, vor allem die Raketen, muss ich aufleveln. Sonst ist alles vorbei hier. Oh, bitte, stirb! Hallo? Moment, Rakete. Oh Gott. Okay, also das ist jetzt vollkommen neuer Boden für mich. Hier war ich noch nie. Das heißt, ich spiele das jetzt quasi blind. Das wird ein Spaß. Vor allem, weil ich keine Ahnung... Hallo? Ist das Lava? Nehme ich da Schaden? Wie soll ich das machen? Leute. Oh. Ja, ich nehme Schaden. Okay, Moment. Nein, ich möchte... So geht das, okay. Well, hallo? Oh Gott. Ja, jetzt wird es, glaube ich, so langsam anspruchsvoller. Ich habe 32 Leben nur noch. Das wird ein Spaß, Leute. Oh, da ist einer in der Lava. Hallo? Mein, ich will... Nein, nicht... Oh Gott. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich sterben. Es war ein Vergnügen, mit euch hier zu spielen. Hallo? Kannst du bitte mal höher schießen? Quote. Ja, ich weiß deinen Namen, Quote. Na gut, dann halt nicht. Dann machen wir das... So. Ihr kriegt mich nicht. Lebensenergie. Lebensenergie kann ich immer gut gebrauchen. So, hier kann ich Waffenenergie gebrauchen. Und was bist du? Uhu, Moment. Boah. Also, hier kommt man auch nur mit dem 2.0 Booster hin. Alter, was wollt ihr von mir? Die roten... Moment, das ist, glaube ich... Jawohl, ich hab's doch richtig in Erinnerung. So, hier gibt's nämlich auch kurz vor dem Bosskampf, um sich nochmal richtig aufzuladen. Und wie... Wie soll ich da drankommen, Leute? Nee, ja, bitte noch einmal. Das... Was... Oh Gott. Okay, ich dachte, ich könnte eigentlich das Spiel relativ schnell jetzt beenden, aber wenn mich jetzt schon die letzte Höhle so herausfordert und ich sterbe, wie soll das denn erst in den Sacred Grounds aussehen? Ernsthaft, das ist... Wow. Aber finde ich cool. Immer ein bisschen Herausforderung. So. Ich darf mich jetzt bloß nichts treffen lassen. Da sind Viecher drin, ne? Nein, hier nicht. Okay. Aber wenn ich darüber gehe, dann springst du rund... Wie soll ich das... Ey, ich krieg das nicht richtig hin. So. Okay. Okay, so geht's. Wunderbar. Du gehst auch weg. Und hier ist nichts drin. Alles klar. Aber ich weiß, dass in dem nächsten eins drin ist. Zumindest meine ich mich daran zu erinnern. Ja. Wunderbar. Dann machen wir doch mal hier sowas. Du kriegst mich nicht. Und ja, euch lasse ich einfach mal vom Whimsical Star fertig machen. Ich lasse mich noch auf, damit ich den dritten wieder kriege. Und jetzt nehmt ihr bitte Schaden, danke. Ja, wunderbar, okay. Ich sag nie wieder was Schlechtes über den Whimsical Star, der ist schon zu was Nutze.